Ja, und da jetzt die Adventszeit ist, habe ich mir gedacht, ich mache mal was Besonderes. Ich habe meinen Commodore 64 nicht ausgepackt. Der steht tatsächlich noch in seiner Kiste. Das hier ist ein Emulator. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal ein Commodore 64-Spiel. Und zwar eins, was ich sehr gerne gespielt habe früher. Und was bei uns in meinem Freundeskreis dafür bekannt war, die Joysticks kaputt zu machen. Tatsächlich ist dieses ganze System im Endeffekt aus meiner Geburtszeit, das Spiel auch, das ist entschieden, als ich geboren wurde. Ich habe etwas vergessen. Das ist das, was hier bei Commodore 64 übrigens geht. Ich kann einfach zurückgehen, die Zeile verändern und wieder Eingabetaste drücken. Ich habe die Komma 8 vergessen, um zu sagen, er soll von der Diskette laden, anstatt vom Band, da wir hier gar kein Band eingelegt haben. So. Dann wollen wir doch mal sehen, was ich euch in den Adventskorb gelegt habe. Und es handelt sich um Winter Games von Epix. Wie schon gesagt, aus dem Jahr 1985. Das habe ich als Kind viel gespielt an dem C64 von meinem Papa. Tatsächlich in dem Raum, in dem ich jetzt hier aufnehme. Und jetzt bin ich erstmal still. Ja, und das war schon die olympische Eröffnungszeremonie mit dem traditionellen Entzünden des olympischen Feuers. Deswegen war ich eben mal kurz andachtsvoll still. Was ich sagen wollte, ist, das Spiel habe ich tatsächlich früher sehr, sehr viel gespielt. Und wie gesagt, ihr werdet noch sehen, warum das Spiel bei uns dafür bekannt war, die Joysticks kaputt zu machen. Das wird mir hier mit dem Gamepad natürlich nicht passieren. Ich drücke jetzt erstmal hier die Taste auf dem Gamepad und das Spiel lädt. Und wir sind im Hauptmenü. Das alles, was ich mache, ich sage dem Spiel, dass ich nur einen Joystick habe, denn ansonsten muss ich ständig hin und her switchen. Das ist zwar hier auch mit der Tastenkombination möglich in dem Emulator, aber da habe ich keinen Bock drauf. Und dann gehen wir mal her. Sobald wir jetzt das Ganze starten, kommt tatsächlich gerade wieder die Eröffnungszeremonie, weil dann quasi die Olympiade eigentlich anfängt. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Ich kann hier sogar hier nochmal gucken. Und ich gehe jetzt her und starte einfach mal. Das heißt, bevor die Öffnungszeremonie kommt, will das Spiel natürlich wissen, wer spielt denn alles mit. Das Spiel hat tatsächlich, unterstützt, wenn ich mich nicht irre, bis zu 8 Spieler. Und dann gebe ich erstmal meinen Namen ein, Mighty. Und wir können jetzt uns ein Land auswählen. Wir haben hier 9 Länder zur Auswahl: die USA, Frankreich, Großbritannien, Russland. Das Spiel ist ja aus der Zeit vom Kalten Krieg, also war das noch die USSR. Kanada, Mexiko, Japan, die Niederlande, ein mysteriöses Land, das sich Epix nennt. Und wie ihr am Anfang bestimmt schon mitgekriegt habt, das ist der Name des Herstellers. Die haben sich einfach mal in der Länderliste verewigt. Und es gibt auch noch eine zweite Seite. Es sind nicht 9, sondern 18 Länder tatsächlich. Und zwar Westdeutschland. Wie gesagt, Kalter Krieg, da war Deutschland noch zweigeteilt. Österreich, Italien, Spanien, Dänemark, Australien, Norwegen, Irland und Brasilien. Selbstverständlich ist Nighty aus Deutschland. Und ja, sie haben für alle der 18 Länder auch die Nationalhymne integriert. Gehen wir mal her. Stellen noch einen zweiten Spieler. Schließlich wollen wir auch ein bisschen das Spiel sehen und besprechen können. Kitty kommt aus England, Großbritannien. Hier hört man auch schon die Tonfähigkeiten vom C64. Der SID-Chip, der hier verbaut und in dem Emulator natürlich emuliert wird, ist sehr, sehr ikonisch gewesen für diese Zeit. Und also zumindest bei C64-Spielern ist dieser Sound unverkennbar. Und es gibt tatsächlich sogar Radiostationen, Online-Radiostationen, die nicht nur die
alte C64-Musik spielen, sondern auch Remixes davon, beziehungsweise sogar Musik, die mit dem SID-Chip erweitert oder gemacht wurde. So, dann nehmen wir nochmal einen dritten Spieler. Ich werde jetzt fünf Spieler erzeugen. Nehmen wir nochmal einen Spanier, El Gato. Sind wir wieder bei der Katze, diesmal auf Spanisch. So. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, was nehme ich denn als Name tatsächlich? Ach, nehmen wir mal Nico Chan und wähle mal Japan. Man merkt auch schon, die Nationalhymnen, die hinterlegt sind, oder die Teile der Nationalhymnen, die hinterlegt sind, sind unterschiedlich lang. Ich denke, das ist einfach so, wie die, ich weiß gar nicht, wie die es genau entschieden haben, aber ich gehe mal davon aus, dass das so, wo sie gefühlt haben, da ist jetzt eine würdige Stelle, um zu unterbrechen, sodass man die Hymne erkannt hat. Die von Japan war jetzt gefühlt relativ lang. Und wen nehmen wir als fünften Spieler? Nehmen wir als fünften Spieler mal, da Weihnachten ist, nehmen wir doch einfach mal Santa Claus. Das passt nicht hin. Dann nehmen wir doch einfach ST Claus. Und Santa Claus kommt natürlich aus den USA. Dazu möchte ich sagen, Santa Claus kommt aus den USA, so wie wir ihn jetzt kennen, in der roten Farbgebung. Ich denke, die Geschichte ist ziemlich bekannt. Rot-weiße Farbgebung kommt eigentlich tatsächlich durch Coca-Cola. In Wirklichkeit war es ja der Sankt Nikolaus, der bei uns ja nicht an Weihnachten, sondern am 6. Dezember kommt. So, und ja, wie kriege ich das hin, dass ich mit weniger als 8 Spielern spiele? Und das ist bei dem Spiel ganz einfach gemacht. Ich gebe einfach für den nächsten Spieler keinen Namen ein und bestätige mit der Eingabetaste. Und schon sind wir soweit und haben unsere 5 Spieler beisammen, die natürlich alle von mir gesteuert werden. Und ich werde für jeden Spieler mein Bestes geben. Von daher, ja, das ist korrekt. Übrigens, mein Gamepad hier hat, ich überspringe die mal. Wir haben es ja schon gesehen. Und dann fängt er schon an, das erste Event zu laden. Hot Dog. Da geht es jetzt nicht darum, Würstchen zu essen. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen absurd. Sondern es ist Skisprung. Und zwar Kunstskisprung. Aber ich wollte jetzt noch sagen, mein Gamepad hier hat natürlich hier ganz viele Knöpfe und Hebel und Schalter und Taster und sonst was. Der Joystick damals hatte natürlich nur den Stick oben und zwar mehrere Knöpfe, aber für den Commodore war das alles derselbe Knopf. Von daher auf meinem Controller hier sind also jetzt die 4 Hauptknöpfe alles das gleiche. Und der Hauptsteuerknüppel quasi ist das, was die Richtung des Joysticks vorgibt. So, und dann würde ich mal sagen, Santa Claus fängt an und macht mal einen Sprung und versucht mal eine Figur dabei zu machen. Versuchen wir mal ein Looping oder sowas zu machen. Ich glaube, ich benutze den falschen Joystick. Einmal mit Alt-J den Joystick in den anderen Anschluss gesteckt. Und schon machen wir unser Looping. Sehr schön, das war einfach. Entschuldigung. Und so habe ich einfach nur den Joystick nach links bewegt, nachdem ich abgesprungen bin. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich gar nichts mache. Wir haben da, wie man sieht, Attempt 1. Wir haben eben mehrere Versuche für jeden. Also springen wir einfach mal. Ja. Sehr unspektakulär, gibt auch keine Punkte. Keine Angst, Nico-chan, beim nächsten Versuch machen wir es besser. Probieren wir mal den Looping zweimal für Britta, für Großbritannien. Eins, zwei. Ich habe jetzt einfach den Knopf gedrückt gehalten. Und da haben wir den Looping zweimal gemacht und es gibt natürlich mehr Punkte. Sehr fein.
Was macht der Spanier El Gato? Der will natürlich auftrumpfen und versucht gleich einen Dreifach-Looping rückwärts. Eins, zwei, drei. Und das klappt nicht. Dafür war die Sprungzeit zu kurz. Das ist das, was passiert, wenn man es nicht schafft, wenn man quasi im letzten Moment noch versucht, eine Figur dran zu hängen. Ja, eine Figur dranhängen, denn, gucken wir mal, der Franzose, es gibt mehr als nur den Looping rückwärts. Ich mache jetzt mal den Joystick nach oben. Nach unten, nach rechts. Und das war natürlich jetzt zeitlich nicht gut, aber man muss ja auch erstmal rausfinden, wie die Steuerung geht. Denn zu der Zeit gab es quasi keine Handbücher. Ich habe es noch nicht erwähnt, hier in Deutschland war es zu der Zeit, so 85, üblich, dass die Spiele auf Schulhöfen getauscht wurden, weil man sonst eigentlich nicht wirklich an die Spiele kam. Die wurden primär in Amerika vertrieben und waren so unverschämt teuer, in Anführungsstrichen, dass sie sich einfach keiner leisten konnte. Das heißt, man hat einfach kopierte Disketten auf dem Schulhof verkauft. Damals ging das auch schon mit dem Kopierschutz los. So, Santa Claus, wollen wir mal etwas anderes probieren? Eine Rolle vorwärts vielleicht? Ja, das funktioniert gut. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir die Rolle vorwärts und die Rolle rückwärts hintereinander hinkriegen. Eine Rolle rückwärts und eine Rolle vorwärts. Nein. Habe ich mich nicht getraut, eben noch die vorwärts dran zu hängen. Das war zu kurz. Gucken wir mal, ob er andere Dinge tut, wenn wir den Feuerknopf gedrückt halten. Okay, das war die Doppelrolle. Ich weiß, man kann irgendwie noch die Skier so komisch auseinander machen. Ich muss da tatsächlich rausfinden, wie das ging. Machen wir das mal mit El Gato. Rolle vorwärts und dann nach unten. Nein. Die schrägen Richtungen habe ich ganz vergessen. Natürlich. Wenn ich den Joystick in zwei Richtungen gleichzeitig drücke, also drücke ich ihn da schräg oben und schräg unten, probieren wir das mal aus. Für Nighty. Ja. Schon wieder Mist. Ich kann tatsächlich nur eine Figur machen, das ist doof. Also Santa Claus, hier, so. Mit einem lustigen Soundeffekt, aber nicht sonderlich stark Punkte bewertet. Schauen wir mal, was die Figur an Punkten gibt. Oh, die scheint sehr beliebt zu sein. Das sind ja 6,3 Punkte für Japan. Okay, Großbritannien hält immer noch den Rekord. Wir waren jetzt gehen wir oben rechts. Hui. Und unten rechts. Okay, der Sound ist der gleiche, aber er nimmt beide Skier nach hinten. Auch nicht sonderlich beliebt. Okay, unten links. Das war dieses hier. Und oben links kennen wir schon. Und was tatsächlich immer passiert ist, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach wild den Steuer... So viel Zeit muss sein für die Nationalhymne des Siegerlandes in Großbritannien. Wir haben einfach den Joystick wild in der Gegend herum bewegt und geschaut, was passiert. Und gehofft, dass wir nicht am Ende im Schnee landen mit dem Kopf. So, dann schauen wir doch mal, was das nächste Event ist. Wir haben ja noch etwas Zeit. Der Biathlon. Oh, der Biathlon. Das ist das Event. Da muss ich gleich mal einen Biss von meinem Lebkuchen nehmen. Ich liebe die Adventszeit. Schaut euch dieses schöne Bild an. Ein Fluss vor einem Wasserfall. Der Fluss ist zugefroren bis kurz vor das Ende vom Bild. Dann kommt der Wasserfall. Man sieht, wie das Wasser fließt. Man hört das Wasser rauschen. Im Hintergrund die leicht verschneiten Bäume. Ha, das ist schön. So, wie spiele ich das jetzt? Also, ich laufe einfach los, dann geht das Spiel los. Und laufen tut man, indem man den Joystick rhythmisch nach links und rechts bewegt. Und zwar in der richtigen Geschwindigkeit im Endeffekt. Zu schnell und die Skier bewegen sich auf der Stelle zu langsam und man kommt nicht voran. Also fange ich mal an. So, und hier sieht man jetzt schon, ich muss mich ein wenig rantasten, wieder wie das ging. Aber man sieht schon, wie ich so langsam vom Fleck komme. Die Geschwindigkeit ist noch nicht mal so die Hälfte. Das kriegen wir dann noch besser hin. So, hier ziehe ich den Joystick nach unten, um mit den Skiern durchzuziehen. Jetzt versuche ich möglichst wenig von der Geschwindigkeit zu verlieren, denn natürlich, jetzt quäle ich mich, jetzt wo ich stehe, quäle ich mich nach oben. Der Nachteil an diesem Gamepad ist tatsächlich, dass der Joystick anders reagiert hat von Timings her, wann er ausgelöst hat und wie weit ich ihn bewegen musste.
Das heißt, das macht das Spiel für mich etwas ungewohnt. Aber ich komme hier vorwärts. Unten rechts sieht man übrigens den Puls. Der ist jetzt interessant beim Schießen. Jetzt sieht man, wo ich stehe. Zeitverbraucher geht ja langsam nach unten. Es hat zwar jeder Spieler nur einen Versuch. Tut mir leid, Spanien und Elgato, dass ich jetzt so viel erkläre. Aber ich will auch noch mal erklären, wie man schießt. Ich muss nämlich erstmal meine Waffe laden. Dazu ziehe ich die Joystick nach hinten, um die Waffe zu öffnen. Lege die Munition rein. Drücke den Joystick nach oben, um diesen Hebel wieder vorzudrücken. Dann habe ich durchrepetiert. Jetzt ist die Waffe geladen. Und jetzt kann ich mit dem Feuerknopf schießen und treffe hoffentlich den roten Punkt. Also, Konzentration. Jawohl, das hat geklappt. Und ich bin ein schnelleres Steuerkreuz gewohnt gerade. Diese da von oben nach unten Bewegung ist abhängig von meinem Puls, deswegen hatte ich den eben angesprochen. Ich war tatsächlich nur ein kleines bisschen zu langsam. Das Spiel war tatsächlich auch zu langsam für mich. Das war die Strafe dafür, dass ich zu langsam war. Ich habe hier den Puls, der mir das Schießen später erschwert. Das heißt, je schneller ich hier bin, umso besser muss ich später zielen können beim Schießen, bei einem sich schnell bewegenden Steuerkreuz oder Zielkreuz ja eher gesagt. Jetzt läufe ich wieder zwei Runden und dann geht's wieder schießen. Und hier habe ich alle getroffen, weil ich mich konzentriert habe, deswegen war ich auch so ruhig. Schließlich muss ich hier mal ausgleichen, ein bisschen für Elgato, dafür, dass ich so viel gelabert habe. Jeder Danebentreffer gibt nämlich 5 Strafsekunden für den Spieler. Ich habe noch ein zweites Spiel, das so ähnlich ist. Das ist dann das Eisschnelllaufen. Da muss man auch nach links und rechts im Rhythmus gehen. Da bin ich jetzt wieder zu schnell gewesen und bewege mich dahin nur auf der Stelle. Manchmal nimmt er nämlich bei dem Gamepad die Joystick-Bewegung nicht an, weil sie zu schnell kommt, weil das Gamepad zu empfindlich ist quasi. Aber auch hier, ich finde ich meine, es ist eindeutig keine sonderlich supergeile Grafik im Sinne von hier super 3D und alles. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, hier sind nur ein paar Pixel Platz auf diesem Bildschirm. Und man sieht thematisch gut Wolken. Man kann eindeutig erkennen, was es ist. Man hat hier hinten sogar eine kleine Skihütte oder zumindest ein Hütchen. Wie einen kleinen Bergsee und der Zaun und so. Das ist alles einfach nur hübsch gemacht. Im Gegenzug dazu ist natürlich der Skiläufer etwas, ja, von der Qualität her irgendwie anders. Aber auch hier links und rechts, ich rede jetzt mal, dann schieße ich daneben. Das ist natürlich nicht mein Ziel, aber die Schilder links und rechts von dem Schießstand, dass die auch so detailliert sind. Ich mag das einfach. Das ist ein Spiel, also da habe ich viel, viel Zeit mit verbracht, mit Freunden gespielt. So, und jetzt, nachdem wir alle Schüsse verfeuert haben, hatten wir noch eine Runde und sind im Ziel nach 3 Minuten. Wollte ich erstmal die Melodie euch ein wenig zeigen. Jetzt machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Und das ist Neko-chan für Japan. Gucken wir mal, ob der es besser kann. Tatsächlich ist es nicht gesagt, dass ich jetzt besser bin, nur weil ich es heute zum zweiten Mal probiere. Ich habe dieses Spiel ewig nicht mehr gespielt. Ja, ich bin zu schnell. Ich bin mit meiner Joystick-Bewegung zu schnell. Deswegen ist er nicht vorangekommen. Hier muss ich schneller sein, etwas. Ja, ich bleibe an der Stelle immer stehen, schon immer beim Bergauf. Es ist quasi abhängig von der Geschwindigkeit, mit welcher Geschwindigkeit man das bewegen muss, so wie es scheint. Hier bin ich direkt am Anfang stehen geblieben. Wie gesagt, wenn man das Ganze zu schnell macht, dann kommt man gar nicht voran. Deswegen bin ich jetzt gerade etwas ruhiger und jetzt Konzentration zum Schießen.
Auch sehr schön übrigens, man hört den Puls die ganze Zeit schlagen, bis auf in dem Bild mit dem Wasserfall, weil der Wasserfall ja so laut rauscht, dass man seinen Puls nicht mehr hört. Hier ist nur noch der Wasserfall zu hören. Und jetzt hören wir den Puls wieder. Sehr schön. Na, der Japaner tut sich gerade schwer, nach dem schweren Aufstieg wieder voranzukommen. Aber dafür. Das war ihn daneben. Ich wollte gerade sagen, dafür kann er sehr gut schießen, aber er hat trotzdem daneben getroffen. Und wieder nach unten. Kann, wenn man es richtig macht, auch den Schwung ausnutzen, den man beim Runterfahren geholt hat. Es geht wieder nach oben, das ist wieder anstrengend. Aber hier sind wir auch wieder beim entspannenden Wasserfall. Und nochmal nach unten einmal kräftig Schwung geholt für den Aufstieg. Na, fast geschafft. Fast geschafft, bevor wir stehen geblieben sind. Das war die letzte Runde Schießen für unseren Japaner. Und jetzt muss er nur noch ins Ziel. Im letzten Bild am Anfang stehen geblieben. Aber eine deutlich bessere Zeit als unser Kollege. Und der Brite kommt als nächstes. Und ich beiße nochmal in den Lebkuchen. Lebkuchen sollte es rund ums Jahr geben. Kitty kommt irgendwie nicht voran. Sind wohl die Krallen noch zu kurz, um sich in dem Schnee zu verkrallen und nicht von dem vereisten Schnee abzurutschen. Dieses Spiel spielt sich wohl mit dem echten Joystick doch besser. Naja, egal. Und einmal weiter. Und wieder runter. Selbst Kitty trifft nicht alle. Ja gut, okay, wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt auch seit Ewigkeiten wieder zum ersten Mal. Der C64, der bei mir in der Kiste ist, ist auch lang nicht mehr der, mit dem ich das gespielt habe. Kitty, 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 du bist nicht gut im Schießen. So ist das nun mal. Kann nicht in allem gut sein. In der vorigen Disziplin hat Britannien noch gewonnen. Wobei, das Rennen ist noch nicht zu Ende. Und die Olympiade erst recht nicht.
Das war eine perfekte Reihe von Schüssen. Sehr schön. Und jetzt müsste die letzte Reihe von Schüssen kommen und steht Schatz 5. Zweimal leicht zu spät, knapp daneben ist auch vorbei. Und jetzt müssen wir noch über die Ziellinie. Das war tatsächlich damals die Lieblingsdisziplin von mir. Und der Deutsche kommt nicht vom Fleck. Ich bin zu schnell mit dem Joystick hier. Problem ist nämlich, wenn er die Bewegung in die Richtung nicht erkennt, dann muss ich. Man kann nicht zweimal in die gleiche Richtung gehen. Also es reicht nicht irgendwie links und dann in die Mitte und dann wieder links. Wenn er das rechts nicht erkannt hat, dann muss man erstmal wieder zurück nach rechts und das kostet Zeit und macht einen langsamer. Und hier hat man nicht wie damals. Nicht wie damals das akustische und sensorische Feedback, was die Mikroschalter im Joystick angegeben haben, wenn sie so schön klack klack gemacht haben. Über den Berg sind wir vergleichsweise schnell hochgekommen. Nun gut. So, ein bisschen müssen wir noch. Zwei Runden schießen müssen wir noch durchhalten. Und wieder einmal perfekt getroffen. Eben war das ein ziemlich gutes Timing beim Berghochgehen. Und eben auf der Ebene auch. Und da war das Timing weg, weil er einmal die Bewegung gar nicht angenommen hat. Und dann hängt man irgendwie auf der Stelle fest, ja. So funktioniert das in diesem Spiel. Ist natürlich alles Übungssache. Wenn es oft genug spielt, dann kriegt man das so problemlos hin. Ich habe im Wiki gesehen, dass Leute den Biathlon in einer Minute noch was geschafft haben. Hier haben wir 2,44 wegen den drei Misses. Und Santa Claus kommt natürlich noch dran. Den hätte ich beinahe vergessen. Schauen, eigentlich könnte er direkt über die Ebene fliegen. Die Frage ist, fährt er auch Ski? Kann er auch Ski fahren? Den Berg kommt er jetzt zumindest am Anfang nicht gut hoch.
Ich habe übrigens in der 7. Klasse mit der Schule, war ich im Langlaufen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war natürlich nicht so wie in dem Biathlon, dass man so schnell wie möglich durch ist und versucht hat, noch irgendwelche Ziele zu treffen. Darf ja nicht die Amerikaner beleidigen, indem ich ständig daneben schieße. Das war einfach auf einer Loipe durch über eine schöne Strecke hinweg. Das war sehr schön, wirklich sehr schöne Sache. Habe ich danach nie wieder gemacht. Ich war dann einmal Abfahrtsskifahren mit dem Ruderverein. Das hat mir tatsächlich nicht so gefallen. Zweimal hintereinander perfekt, das erwartet man von den USA. Im Schießen sind sie groß. Nix gegen die USA. Ein Freund kommt aus den USA. Beziehungsweise wohnt da noch, deswegen konnte ich ihn jetzt das ganze Jahr nicht sehen. Weil ja schließlich Corona ist. Und für mich gibt es auch noch mehr Gründe, tatsächlich in die USA zu gehen. Dort gibt es nämlich auch Disney World, was auch super toll ist. Na komm, auf nach oben mit dir. Und es gibt noch viele andere Sachen, die ich gerne sehen würde. Tatsächlich habe ich angefangen, Spanisch zu lernen, weil mein Freund, mein Schatzi, an die Grenze gezogen ist. Der ist ein paar Bundesstaaten nach Süden gezogen. Das ist ungefähr so, als würde man von Norddeutschland nach Italien ziehen. Und als ich ihn das letzte Mal dort besucht habe, haben wir Mexiko besucht, haben dort nett gegessen und alles. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich bin der Einzige von uns gewesen, er und seine Eltern konnten Spanisch und ich konnte kein Wort und das war mir doch sehr, sehr peinlich. Also habe ich angefangen, mit Duolingo Spanisch zu lernen dieses Jahr. Und wie das so ist, nein, ich traue mich nicht, hier jetzt Spanisch zu sprechen. Und mit diesem fulminanten Sieg von Santa Claus aus den USA aufgrund seiner perfekten Schießkünste sage ich Tschüss und bis nächste Woche. Ciao, miau.